So, hallo und herzlich willkommen zurück bei diesem kleinen Let's Play. Oh, wir haben sogar gleich zwei neue Missionen. Männer im Wald. Ja, Sepplots, Potzblitz. Während der Jagd kam ich bei unseren Holzfällern vorbei. So geht das nicht weiter. Die Guten stehen da alleine im Walde. Das muss war ändern, müssen wir das. Ja, wenn wir ihnen ein paar neue Äxte geben, bekommen wir dafür im Tausch 5 Holz. Klingt für mich nach einem guten Angebot. Als erstes brauchen wir einen Werkzeugmacher. Errichte einen Werkzeugmacher. 1400. Ich habe gerade aber nicht genug Geld, also machen wir das später. So. Großformat. Wirtschaftsgebäude sind schon gut, aber wir müssen unsere Produktionsgebäude verbessern. Jeder Ausbau eines Produktionsgebäudes verkürzt dessen Produktionszeit. Komm, wir verbessern eine Lehmgrube, da müssen wir auf Ressourcen nicht lange warten. Japp. Das ist doch recht. Naja, 2 Minuten. Es ist ja echt schön. So, okay. So, ich war kurz im Pause, dein Pausemodus. Musste kurz nach draußen. Da hat einer geklingelt. Ich weiß nicht, ob man das im Let's Play gehört hat, aber ist auch egal, nicht so. So, okay, fertig, Großformat. Neue Aufgabe. Erweiterung. Toll war's das, ne? Jung, noch lang nicht. Jetzt bauen wir eine Hütte bis auf Stufe 3 aus. Werdet schon sehen, werdet ihr. Die bringt ein paar mehr Münzen ein. Baut eine Hütte auf Stufe. Wir können eigentlich alle Hütten mal ausbauen. Das bringt uns nämlich wesentlich mehr. So. Ach ja. So, dann baue ich einfach mal alle Hütten aus. Hübsches Einkommen. Es macht Spaß, mit euch etwas zu unternehmen. Das sollten wir bald wieder machen. Nun muss ich aber zurück zum König und ihm von euch berichten. Baut fleißig weiter und sammelt an Erfahrung. Mann, ist das viel zu tun. Gute Grundlage. Ich habe meinem Vater dem König berichtet, wie gut eure Stadt wächst. Er war sehr erfreut. Wir müssen ihm nun beweisen, dass ihr eine solche Stadt aufbauen könnt. Ihr müsst nur genügend Geld ansparen. Dann wird er euch erlauben, das Marktrecht zu erwerben. Damit werden wir Händler in der Stadt ansiedeln können. Besitzt 5500 Münzen. Ja. Weil ich auch voll das große Dorf habe und voll die Reichtümer und weil der dreht sich auch alles nur um Geld. Geldgeiles Stück, Alter. Naja. Oh. Also die Hütten heute noch fertig. Naja. Der frisst auch noch. So, fertig. Tage der Jugend. Ach so, ja, das war das. Männer im Wald. Errichte, achso, ein Werkzeug. Dafür brauchen wir 1800. Die haben wir jetzt nicht. Naja.
Also wir kommen mal wieder nicht vorwärts, da wir mal wieder pleite sind und kein Geld haben. Ja. Muss man jetzt machen. Gibt nichts zu tun. Müssen wieder warten, bis die Häuser Geld geben. Ah. Dann würde ich sagen, da es jetzt ja nichts mehr zu tun gibt und wir warten müssen, bis die ganzen Häuser wieder Geld geben und so weiter und so fort, würde ich sagen, beenden wir hier mit das Let's Play fürs Erste. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Kingdoms and Monsters. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschö mit Ö.